So, wenn man Gitarren spielt, dann macht es auch Sinn, wenn man eine Software nimmt, wo man Noten reinladen kann und wo man dann mit den Noten übt. Da gibt es viele Möglichkeiten für Gitarren. Gibt es zum Beispiel die Guitar Pro Programm. Das kostet halt Geld, ja, und wenn man das Geld nicht ausgeben möchte unbedingt, aber so ein Programm wie Guitar Pro benutzen möchte, dann könnte man zum Beispiel Dux Guitar verwenden. Dux Guitar ist da. Die ist so ähnlich, nur halt kostenlos und ist auch nicht ganz im Umfang so wie die Guitar Pro. Und wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Datei laden, sucht man sich eine aus. Ach, ist auch egal. So, dann hat man hier die Noten hier und kann dann die auch abspielen lassen. Je nachdem, wenn man die Noten hier einliest, kann man hier mit Tabulaturen anzeigen und kann dann damit üben. Alles schön und gut. Und zwei Sachen, zum Beispiel bei Dux Guitar, aber auch bei Guitar Pro, stören mich. Das ist zum Beispiel, dass man hier bei Dux Guitar keinen Auftakt eingeben kann, so wie es eigentlich sein sollte, sondern man müsste dann den Auftakt quasi als eigenen Takt angeben. Ein Viertel oder ein Achtel, wie es halt ist. Und den Schlusstakt genauso. Es sieht halt immer ein bisschen bescheiden aus. Ja? So, was mich noch stört an Dux Guitar ist hier dieses G, diese Violineschlüssel, weil die Noten, die hier angegeben sind über die Tabulatur, die stimmt um eine Oktave nicht. Das macht man aber extra so in der Regel in der Praxis, weil man, wenn man hier ein Lied hat, wo gesungen wird, meinetwegen, und wir mit der Gitarre begleiten halt Oktave tiefer. Und so gewöhnt man sich dran, die Liednoten zu lesen und eine Oktave tiefer zu spielen. Wenn man jetzt zum Beispiel hier in das Instrument reingeht, na, sieht man hier, kann man den benennen und so weiter, und welches Instrument es ist. Und hier ist die Stimmung. Und eine Gitarre E, A, D, G, B, E, das hört sich recht gut an für eine normale sechsseitige Gitarre. Wenn man dann mal reingeht, dann sieht man hier, zum Beispiel hier steht das E3, ja, die dicke E-Seite, die ist aber in Wirklichkeit eine E2. Man kann sie ja hier markieren zum Beispiel und könnte Sachen mehr nehmen, dann die E2. Wo ist die da? Da ist E2. Die könnte man dann alle so umbenennen, dann wäre das eigentlich richtig. Das A müsste dann auch ein A2 sein und so weiter. Ja, dann wäre das richtig. Gehen wir mal auf A2. A2 und so weiter. So wäre dann die Stimmung. Und die sind alle eine Oktave zu hoch. Und diese Bezeichnung hier, das ist eine wissenschaftliche, ja, die E4, das ist ja die E5, die E4 ist ja die eingestrichene Oktave. Und da E5 steht, dann ist es die zweigestrichene Oktave. Und die leere, dünne E-Seite, das ist das E der zweigestrichenen Oktave, nicht der eingestrichenen Oktave. Und hier steht zweigestrichene Oktave, die stimmt also nicht. Das macht man deswegen, weil wenn die Stimmung so ist, dann zeigt er das hier an und gibt dann aber eine Oktave tiefer, werden dann die Bunt-Ding angegeben. Und das hat mich immer verwirrt und habe gewusst, was ist denn da richtig, was ist falsch. Und so ist es eigentlich nicht richtig, aber man macht es halt so. Gell? Und wenn man sich daran gewöhnt, dann kann man damit arbeiten. Aber wenn man es nicht weiß, dass es eigentlich nicht richtig ist, dann ist es halt auch scheiße. Ne? Ja. Und man hat hier zum Beispiel bei den Noten,
Wenn du jetzt auf Komposition Notenschlüssel gehst, dann hat man hier vier Notenschlüssel, wo man hier eingeben kann. Ja, das ist jetzt der Bassschlüssel und so. Kennt man ja alles. Aber es gibt mehr. Es gibt über 21 Notenschlüssel. Und hier kann man halt nur vier zuweisen. Und die, wo wir eigentlich bräuchten, die ist hier nicht dabei. Die Sopran mit VB8 bräuchten wir. Also, das war jetzt Dux-Gitarre und ich verwende aber nicht mehr so viel Dux-Gitarre, sondern ein Bison-Modul. Das nennt sich dann Musik 21. Und das Modul, wenn man das installiert hat, dann kann man das über Bison oder hier, wie zum Beispiel bei meinem Jupiter Notebook, kann man die dann importieren. Ja, das ist jetzt mein normales Importieren. Gehen wir mal auf Kernel, Restarten. Okay. Jetzt habe ich hier einen eigenen Server, den ich jetzt wieder an den Kernel gestartet habe. Und dann kann man die Importierung und so wieder neu ausführen. So, und jetzt kommen Module, die ich rein installieren. Hier ist jetzt die Musik 21. Die wird hier mit importiert und dann brauchen wir noch ein paar andere Module, die wir mit reinladen. Und hier installiere ich mir gleich eine Klasse. Ja. Und die Klasse, die habe ich selber geschrieben. Die man hier gleich mit rein importiert. Dann kann man die ausführen. So gehe ich jetzt vor immer. So bestimmte Pfade, die ich immer wieder benutze, für Dummies und so weiter. Wenn mal was abgelegt werden muss in einer Datei und man schaut sich's an, aber man verwendet die dann so nicht. Die wird bloß einmal reinkopiert und dann angeschaut und dann kann sein, dass beim nächsten Mal wieder andere Datei da rein gespeichert wird. Die Funktionen, die ich hier definiert habe, die brauche ich ja immer wieder, Play und Pitch Play und so, gell? Die werden immer wieder verwendet, die müssen immer erstmal aktiviert werden. Ne? Hier haben wir zum Beispiel den Notenschlüssel, die es in Musik 21 gibt. Das sind also mehr wie vier. Und wenn man jetzt Gitarre spielt und man hat die Noten, dass sie so angezeigt werden wie Lieder, dann benutzen wir diesen Treppe 8 VB. B steht für Basso. Und dann ist dann unter den G-Schlüssel ist dann eine 8. Das heißt, die Noten angezeigt werden, wenn eine Oktave tiefer gespielt. So wird es hier normalerweise gehandhabt. Wenn die eine Oktave höher gespielt wird, ist halt eine 8 über den G-Schlüssel drüber. Wie hier zum Beispiel. Hier haben wir es. Ja, so sieht es halt aus. So, zu verschiedenen Schlüsseln, die es so gibt. Wir haben hier zum Beispiel auch einen für Trommler. Und der taucht zum Beispiel bei der Gitarristen-Dinge, kann man den gar nicht einstellen. So. Und hier habe ich einzelne Möglichkeiten, wo ich jetzt zum Beispiel mit experimentieren kann. Duration, ist die Dauer, gell, das Tempo, das gespielt wird. Machen wir jetzt mal.